Hi und herzlich willkommen zu einer kompletten Zusammenfassung aller wichtigen Themen aus der Integralrechnung, die ihr fürs Abitur braucht. Ich habe euch hier für diese Blitzzusammenfassung mal den Ausschnitt aus meiner Lernzusammenfassung reinkopiert zum Thema Integrale und den wiederum komprimiert auf die Essenz. Diese vier Punkte müsst ihr perfekt drauf haben fürs Abitur. Dann seid ihr ready für die Aufgaben der Integralrechnung. Und wir werden uns diese vier Punkte jetzt jeweils mit einer Beispielaufgabe anschauen. Und damit auch die, die denken, sie wissen eigentlich schon alles über die Integralrechnung, noch ein paar Tipps und Tricks und clevere neue Ideen mitnehmen können, werde ich da jeweils ein Beispiel aus dem echten Leben geben und euch zeigen, wie man die Integrale im Sachzusammenhang dann jeweils interpretieren kann. Das fällt ja auch immer allen ziemlich schwer. Vorab, bevor wir starten, noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch meine Videos helfen, dann leitet sie super gerne an Freunde weiter und abonniert den Kanal. Das hilft mir nämlich sehr. Und schreibt außerdem gerne in die Kommentare, zu welchem Thema ihr noch so eine Blitzzusammenfassung gebrauchen könntet. Aber jetzt starten wir direkt mal mit Thema 1, einfache Integrale. Und da habe ich euch eine typische Abiturklausur mitgebracht, die so ähnlich auch wirklich schon abgefragt wurde, nämlich 2021. Da war eine Funktion dritten Grades gegeben und auch abgebildet. Und wir sollten zuerst angeben, was der Wert von Integral von minus 1 bis 1 über f von x dx ist. Das heißt, bei der a war gesucht Wert von minus 1 bis 1 f von x dx und der Operator angeben, haben wir ja auch im Video über Operatoren gelernt, ist euer großer Freund, weil der heißt eigentlich einfach nur hinschreiben. Und was man da wissen muss, ist, wie sich Flächen, die oberhalb und unterhalb der x-Achse liegen, verhalten. Ihr müsst wissen, ganz, ganz essentiell, dass Flächen oberhalb der x-Achse daran erkannt werden, dass der Integralwert positiv ist, während Flächen unterhalb der x-Achse immer einen negativen Integralwert haben. Und wenn wir jetzt das Integral von minus 1 bis 1 bilden, über diese übrigens wegen ihrer Exponenten perfekt punktsymmetrischen Funktion, naja, dann ist hier diese Fläche genauso groß wie diese. Die eine ist positiv, die andere ist negativ und dann kommt da als Wert einfach 0 raus. Die Flächenbilanz, sagt man, ist 0, weil sich die Flächen perfekt gegenseitig aufheben. Also ein ganz, ganz wichtiges Stichwort hier, die Flächenbilanz. Aufgabe B greift jetzt genau das auf, weil da sollen wir jetzt eben nicht dafür sorgen, dass die Flächen sich aufheben, sondern wir sollen wirklich die Fläche berechnen, die jetzt da insgesamt eingeschlossen ist. Also gesucht ist Fläche zwischen Graph und x-Achse, die da vollständig eingeschlossen wird. Und das heißt wiederum, wir müssen dafür sorgen, dass die Flächenbilanz nicht gebildet wird, sondern wir nehmen das Integral zum Beispiel von minus 1 bis 0 f von x dx und sagen, wir verdoppeln das. Denn das ist ja dann genau dieser grüne kleine Berg zweimal. Also die wirkliche Fläche, die wir hier einschließen. Ne, der Wert eines Integrals kann immer 0 oder negativ sein, aber Flächen, die müssen immer größer oder gleich 0 sein. Flächenbilanz, schreibe ich mal hin, kann auch echt kleiner 0 sein. So, und jetzt müssen wir natürlich wissen, wie man Integrale berechnet. Starten wir mal ganz normal, schreiben es hin, minus 1 bis 0. X hoch 3 minus x dx war die Funktion. Manche setzen hier gerne noch Klammern. Ich bin da nicht so pingelig. Wenn eure Lehrer die Klammern gesetzt haben, setzt sie aber lieber. Und dann müsst ihr im nächsten Schritt die Stammfunktion bilden und wissen, dass das das Gegenteil der Ableitung ist. Also der Exponent hoch 3 wird beim Ableiten 1 kleiner, beim Aufleiten 1 größer. Beim Ableiten nimmt man den alten Exponent mit mal nach vorne, beim Aufleiten den neuen mit geteilt. Also stellt euch vor, dass hier eigentlich ein x hoch 3 steht
und dann teilt ihr den Vorfaktor durch den neuen Exponenten, kommt auf ein Viertel, x hoch 4 und das war's schon. Der andere kleine Teil hier, der hat eine unsichtbare hoch 1, wird also beim Stammfunktion bilden, 1 größer zu hoch 2. Der Vorfaktor ist 1, also ein halb x hoch 2. Und der Test, ob ihr richtig aufgeleitet habt, ist immer die Funktion, die ihr dann gebildet habt, die Stammfunktion groß f von x nochmal abzuleiten und zu schauen, ob die bei klein f von x wieder ankommt. Passt hier aber Grenzen minus 1 und 0. Nächster Schritt, ich nehme die obere Grenze, setze die in die Stammfunktion ein, rechne minus die untere Grenze in die Stammfunktion eingesetzt und dann bekomme ich ein Viertel mal 0 hoch 4 minus 1 halb mal 0 hoch 2 minus, in Klammern ganz wichtig, ein Viertel mal minus 1 hoch 4 minus 1 halb mal minus 1 hoch 2. Und das ist jetzt super easy. Der Anfang ist komplett 0. In der fetten Klammer bleibt nur ein Viertel minus 1 halb übrig, was aber wiederum minus 1 Viertel ist. Also haben wir 0 minus minus 1 Viertel. Und das macht natürlich insgesamt plus 1 Viertel. Oder ich könnte auch sagen 0,25 FE, wie Flächeneinheiten. Denn das ist jetzt, wenn wir hier hochschauen, genau die Fläche von diesem kleinen Buckel. Und es ist positiv rausgekommen, weil es oberhalb der x-Achse liegt. Hier würde minus 0,25 rauskommen. Und in Summe haben wir dann natürlich als Gesamtfläche das Doppelte davon. Also können wir sagen, es werden 2 mal 0,25, also 0,5 Fe, eingeschlossen. Was heißt sowas jetzt aber im Sachzusammenhang? Da könnt ihr euch am besten vorstellen, ihr hättet eine Zuflussgeschwindigkeit in ein Staubecken zum Beispiel. Sehr beliebt im Abi. Dann würde auf der x-Achse vielleicht die Zeit gemessen in Stunden stehen, auf der y-Achse die Zuflussgeschwindigkeit vielleicht in Kubikmeter pro Stunde und dann wäre die Einheit des Integrals. Ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Die Einheit der x-Achse multipliziert mit der Einheit der y-Achse. Wenn wir hier also eine Zuflussgeschwindigkeit haben und die gemessen ist in Kubikmeter pro Stunde und die x-Achse ist Stunde, dann ist die Einheit vom Integral Kubikmeter pro Stunde mal Stunde, Stunde kürzt sich raus und Kubikmeter bleibt stehen. Die Fläche gibt also an, wie viel Kubikmeter insgesamt zugeflossen sind, wenn es positiv ist, oder abgeflossen sind, wenn es negativ ist. Und das erklärt auch die Flächenbilanz 0 aus Aufgabenteil A. Das würde nämlich heißen, dass von Zeit minus 1 bis Zeit 0 genauso viel Wasser reingeflossen ist, wie von Zeit 0 bis Zeit 1 wieder rausgeflossen ist. In Summe hat sich also der Wasserpegel nicht verändert, gleich viel ist reingeflossen wie hinterher raus. Und solche Zusammenhänge sind extrem wichtig, auch bei Fläche zwischen zwei Funktionsgraphen. Thema Nummer 2, das wir besprechen wollten. Und auch hier habe ich euch natürlich eine Beispielaufgabe aus dem echten Abi mitgebracht. Diese war so ähnlich in der LK-Klausur, kann aber auch perfekt schon vom Grundkurs gemacht werden und will jetzt bei uns hier den Inhalt der Fläche berechnen, die auf dem Intervall von 0 bis 2 zwischen den Graphen von f und g liegt. F ist dabei eine E-Funktion, diese hier, und g ist eine lineare Ursprungsgerade, die rote Funktion. Und die Fläche, die da gemeint ist, ist natürlich die Fläche hier. Grenzen 0 und 2 und es soll die Fläche sein, die zwischen den Graphen liegt. Das hier ist also gesucht und ihr müsst wissen, immer wenn gesucht ist, die Fläche zwischen zwei Funktionen, dann müsst ihr das Integral bilden und dann die Grenzen, in dem Fall 0 und 2 wählen und dann obere Funktion minus untere rechnen. Die obere ist f, die untere ist g, denkt an diese Klammern, wenn eure Lehrer die machen, und dx dahinter. Ich sage immer, rechnet Winner minus Loser, so wie beim Wrestling oder so, ne? Der obere hat gewonnen, der untere hat verloren, also f hat hier gewonnen, g hat verloren.
Das heißt, wir müssen Integral von 0 bis 2 bilden über e hoch 1 halb x plus 1 halb x plus 1 minus 1 halb x. Klammern drum, dx dahinter. Und das war jetzt natürlich schön konstruiert, sodass dieses 1 halb x komplett wegfällt, wenn man diese sogenannte Differenzenfunktion, die auch gerne mit klein d bezeichnet wird, vereinfacht. Dann ergibt sich Integral von 0 bis 2 e hoch 1 halb x plus 1 dx. Und auch hier ist der nächste Schritt, die Stammfunktion zu bilden. Und ihr müsst da wissen, wie man e-Funktionen mit linearem Exponenten aufleitet. Abgeleitet würde e hoch 1 halb x ja werden zu e hoch 1 halb x mal 1 halb. Also ihr würdet immer mit der Ableitung vom Exponenten multiplizieren. Zum Aufleiten, sagt man nicht, ne, aber zum Stammfunktion bilden, würdet ihr also nicht mal die Ableitung des Exponenten, sondern geteilt durch die Ableitung vom Exponenten rechnen. Und durch 1 halb zu teilen ist das gleiche wie mal 2 Eintel, also mal 2 zu rechnen. Ne? Durch einen Bruch teilt man, indem man mit dem Kehrbruch multipliziert. Und so ergibt sich dann hier 2e hoch 1 halb x als Stammfunktion. Leitet sie mal ab, dann seht ihr auch, dass es klappt. Und dann haben wir letztendlich hier drin stehen 2e hoch 1 halb x. Stammfunktion von 1 ist x. Grenzen sind 0 und 2. Nächster Schritt. Wir bilden wie immer diese Stammfunktionsdifferenz. Setzen einmal die obere Grenze ein. Also so, dass dann minus die untere eingesetzt. 2e hoch 1 halb mal 0 plus 0 also. Und da muss man aufpassen. Man denkt immer, wenn man eine 0 in eine Stammfunktion einsetzt, kommt 0 raus. Stimmt auch bei den meisten ganz rationalen Funktionen, aber bei e-Funktionen klappt das nicht, weil e hoch 1 halb mal 0 ist ja e hoch 0 und alles hoch 0 ist 1. Das heißt, da steht 2 mal 1 plus 0 in der Klammer und so ergibt sich hier 2e hoch 1, also 2e plus 2 minus 2, kürzt sich weg und 2e bleibt stehen. Also 2e, ungefähr könnte man auch sagen, 2 mal 2,71, das ist unser Flächeninhalt gemessen in FE, der zwischen diesen beiden Graphen liegt. Was wäre das jetzt im Sachzusammenhang? Stellt euch eine neue Situation vor, nämlich Pflanzen, und dann als Zeiteinheit auf der X-Achse stellt ihr euch Jahre vor und als Y-Achse die sogenannte Wachstumsgeschwindigkeit, die uns sagt, wie schnell eine Pflanze wächst, gemessen gerne in Meter pro Jahr. Und dann wäre nach unserem neuen Trick die Einheit des Integrals Meter pro Jahr mal Jahr. Und bei Meter pro Jahr mal Jahr kürzt sich Jahr raus, Meter bleibt stehen. Das heißt, das ist der Gesamtzuwachs der jeweiligen Pflanze in Meter. Und wenn wir jetzt die eine Pflanze hier mit F beschreiben, die andere mit G, und wir hier die Fläche dazwischen betrachtet haben, dann ist das der Unterschied im Höhenzuwachs. Ja, das heißt, die obere Pflanze wäre 2e Meter mehr gewachsen als die untere Pflanze, die mit G beschrieben wird. Im Zeitraum von diesen 2 Jahren x gleich 0 bis x gleich 2. Also ganz, ganz wichtig, dass man weiß, die Fläche zwischen zwei Funktionsgraphen, das ist dann die Differenz der Gesamtgröße, wie zum Beispiel dem Höhenzuwachs zweier Pflanzen. Punkt Nummer 3, uneigentliche Integrale. Was ganz gemein ist, weil bei uneigentlichen Integralen immer eine Grenze unendlich wird oder minus unendlich. Sehen wir gleich, wie das zustande kommt. Ihr kriegt hier eine Funktion, typisch e-Funktion, 4e hoch minus 2x, ein exponentieller Zerfallsprozess. Ne, die Funktion geht hier immer näher an die x-Achse ran. Und wir wollen den Inhalt der Fläche, die der Graph von f im ersten Quadranten mit den Koordinatenachsen einschließt.
Dafür muss man wissen, was die Quadranten sind. Oben rechts ist der erste Quadrant, das ist der zweite, der dritte und der vierte. Und die Fläche, die jetzt hier unsere Funktion mit den Koordinatenachsen oben rechts einschließt, das ist sozusagen dieses Schnipselchen hier. Aber dadurch, dass die Funktion ja nie die x-Achse trifft, tröpfelt da immer noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen mehr Fläche dazu. Und jetzt könnte man denken, die Fläche müsste doch dann unendlich sein, oder? Wenn immer noch ein bisschen dazu tröpfelt, je weiter man nach rechts rüber guckt. Aber stellt euch gut vor, wie ein Bierkrug auf dem Oktoberfest. Wenn da ein Kellner sagt, ich mache den Bierkrug halb voll, und der nächste Kellner sagt, ich fülle von der verbleibenden Leere im Glas nochmal die Hälfte voll, und der Kellner danach sagt, ich fülle von der jetzt verbleibenden Leere im Glas nochmal die Hälfte voll, dann wird da ja auch immer mehr und mehr Bier reingegossen. Aber dieser Maßkrug, die 1 Liter, werden die jemals überlaufen? Nein, ne? Das Bierglas wird nicht unendlich voll, obwohl immer mehr Bier dazukommt. Und so ist es hier auch. Es kommt irgendwann so wenig Fläche dazu, dass die es nicht schafft, die Fläche auf unendlich oder auch nur über einen gewissen Wert hinauszubringen. Und diesen Wert rechnen wir jetzt aus, indem wir sagen, gesucht ist das Integral von 0 bis unendlich über 4e hoch minus 2x dx. Leider darf man mit unendlich nicht rechnen. Das heißt, ihr müsst immer hier so einen anderen Ansatz benutzen und sagen, wir suchen den Grenzwert, wenn b unendlich wird, und dann macht ihr Integral von 0 bis b, 4e hoch minus 2x dx. Und weil ich den Limes nicht mag zum Mitschleppen, macht ihr am besten das so, wie ich es immer mache, und sagt 0 bis b rechnet ihr erstmal aus als Integral, schaut, wie weit ihr kommt, und lasst den Limes zum Schluss laufen. Das ist einfacher. Was wäre die Stammfunktion? Haben wir gerade neu gelernt, ne? E-Funktionen komplett wieder hinschreiben. Zum Ableiten würde man mal minus 2, also mal Ableitung des Exponenten rechnen. Zum Aufleiten müssen wir also dadurch teilen und sagen geteilt durch minus 2. Und das können wir mit der 4 hier verrechnen. 4 geteilt durch minus 2 ist selber minus 2. Und damit ist das hier unsere Stammfunktion. Also, Groß F von x. Wenn ihr es mir nicht glaubt, könnt ihr auch die Probe machen und gucken, ob Groß F' von x wieder zum kleinen f von x wird. Passt aber, kann ich euch schon mal verraten. Die Grenzen sind 0 und b. Und jetzt tut ihr einfach so, als wäre das b eine Zahl. Also setzen wir in die Stammfunktion die obere Grenze ein, ziehen die untere wieder ab. Diesen Schritt hier könnt ihr schreiben, müsst ihr nicht, ne? Und dann haben wir minus 2, e hoch minus 2 mal b, minus, alles mit der unteren Grenze, minus 2e hoch minus 2 mal 0 da stehen. Und das macht, minus und minus macht plus, minus 2e hoch minus 2b plus 2e hoch 0. E hoch 0 haben wir gelernt, ist 1, also 2 mal 1, also 2. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn das b unendlich wird? Reimt sich sogar. Wir schreiben es mal so auf. Wir betrachten den Limes, den Grenzwert für b gegen unendlich von minus 2e hoch minus 2b plus 2. Und da muss man sich klar machen, die 2 ist komplett unabhängig. Die bleibt einfach 2. Das b hat ja gar keinen Einfluss darauf. Hier der Exponent. Wenn b unendlich groß wird, der wird unendlich negativ, also minus unendlich. Und wenn ich sowas habe, das dürft ihr nicht aufschreiben, ne? Das dürft ihr nur denken, wie e hoch minus unendlich, dann könnt ihr euch auch 1 durch e hoch unendlich denken. Ne? Das ist die Rechenregel, dass a hoch minus b gleich 1 durch a hoch b ist. Und was passiert mit e hoch unendlich? Das ist ja 2,71 mal 2,71 mal 2,71 und so weiter unendlich mal.
Das hier ist also riesig. Und ein Kuchen auf riesig viele Menschen ist immer 0. Ja, das bedeutet, dieser E-Ausdruck hier, e hoch minus 2b, das wird letztendlich gegen 0 gehen. Minus 2 mal 0 ist aber auch insgesamt 0. Und das heißt, da kommt 0 plus 2 raus und das ist 2. Heißt, 2fe, zwei Flächeneinheiten, schließt hier mein Graph mit den Koordinatenachsen ein, wenn man das da immer, immer, immer weiter fortsetzt. Und da sieht man auch, dass das passt, ne? Weil zwei Flächeneinheiten sind zwei Kästchen hier bei mir und das bisschen da oben und das bisschen an der Seite passt perfekt, um es hier reinzustopfen. Ja, und damit sind wir auch schon beim vierten und letzten ganz, 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 ganz wichtigen Thema der Integralrechnung, nämlich dem Mittelwertsatz der Integralrechnung. Und der ist immer dafür da, Durchschnitte zu berechnen, zum Beispiel die durchschnittliche Herzfrequenz von einem Sportler, von dem wir die momentane Herzfrequenz während einer Trainingseinheit hier von Dauer 30 Minuten betrachten. Stellt euch also vor, auf der x-Achse ist die Zeit, die heißt deswegen auch t-Achse hier, weil es dann für Time steht. Und die Zeit, die Time, ist gemessen in Minuten. Auf der y-Achse steht die Herzfrequenz, gemessen in Schläge pro Minute. Und jetzt könnt ihr euch schon wieder überlegen, was passiert, wenn man da ein Integral bildet. Zum Beispiel das Integral von 0 bis 11. Das wäre dann genau die Fläche, die der Graph im Intervall von 0 bis 11 mit der x-Achse einschließt. Und es wäre von der Einheit her x-Einheit mal y-Einheit, also Schläge pro Minute mal Minute. Minuten würden sich rauskürzen und Schläge würde übrig bleiben. Das heißt, diese Fläche beschreibt die Schläge, die das Herz des Sportlers insgesamt in diesen 11 Minuten vom Training gemacht hat. In diesen ersten 11 Minuten. Und wenn wir jetzt wissen wollen, was die durchschnittliche Herzfrequenz war, dann müssen wir natürlich die Gesamtschläge in den 11 Minuten auf die 11 Minuten gleichmäßig aufteilen. Was man da macht, ist sozusagen ein Rechteck, wenn ihr es euch vorstellen könnt, aus dieser unförmigen Fläche. Und zwar ein Rechteck, das das, was hier übersteht, perfekt in die Lücke reinstopfen kann. Und das, was dann hier als Höhe vom Rechteck rauskommt, das ist der Durchschnitt. Die durchschnittliche Herzfrequenz, wenn der Sportler nicht am Anfang eine niedrige und am Ende eine hohe hat, sondern immer die gleiche. Und wie bekommt man jetzt diesen Durchschnitt? Ganz logisch eigentlich, wenn gesucht ist, der Durchschnitt in den ersten 11 Minuten, dann muss eure Idee sofort sein, dass man den als eben diese Höhe vom Rechteck bekommt. Und die Höhe eines Rechtecks kriegt man, wenn man die Fläche durch die Breite teilt. Ne, wenn ihr euch vorstellt, hier wäre irgendwie 24 Flächeneinheiten drin und die Breite wäre 4 Längeneinheiten, dann wüsstet ihr sofort, die Höhe muss 6 Längeneinheiten sein, weil 24 Flächeneinheiten durch die 4 Längeneinheiten 6 Längeneinheiten ergibt. Und das machen wir hier auch. Die Fläche vom Rechteck ist Integral von 0 bis 11, f von t dt. Die Breite, was hier eben 4 LE waren, sind jetzt die 11 Minuten. Also muss ich durch 11 teilen oder schöner geschrieben mal ein Elftel rechnen. Und dann kommt hier die Höhe raus, was hier 6 Längeneinheiten waren, sind dann hier der Durchschnitt gemessen in der Y-Einheit Schläge pro Minute. Passt auch perfekt dazu, dass wir gesagt haben, das Integral sind die Gesamtschläge, also ist gemessen in Schlägen und ein Elftel ist 1 geteilt durch 11 Minuten. Also 1 durch Minuten
sodass da insgesamt Schläge pro Minute auch sinnvoll physikalisch herauskommt. Ja, und um das jetzt noch detaillierter zu üben, empfehle ich euch, alte Abiturklausuren zu dem Thema zu rechnen. Sowas findet ihr zum Beispiel hier oder aber auch da oben drüber in der Gesamtzusammenfassung Analysis. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch als Blitzzusammenfassung gerne sehen würdet und wenn ihr Fragen habt zur Integralrechnung, haut die auch immer raus. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Haltet durch, ihr seid sehr tapfer, ihr schafft das, ich glaube an euch. Ciao!